Ende August und ich glaube, wir machen wieder einen kleinen Gartenrundgang. Und ich nehme euch wieder mit. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Fangen wir gleich da an, weil ich jetzt gerade da stehe. Ne? Ihr seht da meine kleinen Tomaten. Habe ich schon öfters erwähnt, das sind die, die ich einmal aus Prag habe ich da mal eine Pflanze mitgebracht. Die war in so einer Hängeampel und jedes Jahr, also ich nehme meinen Samen und jedes Jahr sehe ich die neu und die tragen also dermaßen viel. Wir haben schon so viel jetzt von denen gelben runter. Die schmecken ein bisschen anders wie die roten. Es ist Geschmackssache, würde ich sagen. Die Kerstin mag es recht gern, die Kamerafrau. Ich mag es jetzt weniger gern, ich mache lieber rote Tomaten, aber man kann es trotzdem, also ich esse trotzdem, ne? So ist das nicht. Ja, dann machen wir doch gleich weiter, da habe ich noch einen, der ist ein wenig kleiner. Da habe ich wieder Ablecher mitgebracht, doch, von Portugal. Die schauen gut aus, die treiben sogar schon welche. Bin ich gespannt, was ich durchbringe. Ja, und das ist jetzt alles wieder das, was ich im Kübel habe da. Ne? Das blüht prächtig, wächst wunderbar alles. Da ist noch einmal so eine Tomate. Da haben wir auch schon so viel runter. Seht ihr, wie klein die Blüten eigentlich sind? Ne? Die anderen sind das ja Mini-Blüten. Und trotzdem sind sie aber, es sind keine Johannisbeer-Tomaten. Also nicht verwechseln. Die Johannisbeer-Tomaten sind ja wirklich nicht größer wie Johannisbeer. Ne? Aber die sind schon größer da. Das sieht man ja auch. Ne? Hier. Die ist noch nicht reif. Die wächst noch ein bisschen. Ja, da meine Rose, auf die bin ich jetzt ganz stolz. Die habe ich nämlich gekauft gehabt im Frühjahr. Orange allerdings, aber die verfärbt sich immer wieder. Je mehr die aufblüht, desto mehr andere Farben kriegt die. Ne? Also die geht von rötlichen ins Rosa und innen das Gelbe verschwindet langsam. Weil innen ist es gelb dann immer. Also die gefällt mir gut. Ich bin bloß am überlegen, ob ich die in einem Topf lasse oder ob ich sie ins Beet rauspflanze. Naja, haben wir noch ein wenig Zeit. Ne? Jetzt haben wir ja erst Ende August, also ist er noch nicht so. Da ist mein Lambion-Strock. Schaut mal her, wie der heuer vollhängt. Wahnsinn, oder? Im Moment gieße ich den noch, weil er noch grüne Blätter hat. Aber so langsam kann man, glaube ich, aufhören mit dem Gießen. Weil ich will den ja dann trocknen und in die Vase tun. Ne? Schaut dann für den Herbst immer recht schön aus. Da ist mein Zitronenbaum. Den müsst ihr unbedingt anschauen. Schaut doch mal die Zitronen an, wie schön die jetzt dran sind. Der Amalfi-Zitronenbaum ist das, wo ich schon öfters erwähnt habe, wo wir auch ein Video haben. Könnt ihr mal anschauen, wie klein das er war, wie ich ihn gekauft habe. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da überall hängen solche Zitronen dran. Ne? Seht ihr das? Die werden ja noch größer, ne? Die wachsen ja erst noch. Da hängt eine, da sind noch mehr da. Da unten ist eine, da drüben ist eine, ja und. So, dann da, ja der Oleander, der kriegt im Moment gelbe Blätter. Aber ich weiß, der braucht dringendst einen Dünger. Das weiß ich, habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und der kriegt jetzt auch wieder an und dann erholt er sich wieder. Das ist jedes Mal so, der zeigt mir praktisch, ich brauche jetzt wieder Futter. Und dann kriegt er wieder eins. Und bei dem da, den habe ich auch, der ist nämlich welk geworden, den habe ich vorhin erst ins Wasser gegeben, weil ich erst heimgekommen bin, ne? Und dann war er jetzt welk, obwohl es jetzt heute Nacht ein wenig geregnet hat, aber es ist halt auch nicht viel gewesen. Ja, das ist der Rotkätzchenstrauch, der ist auch ein wenig welk, den habe ich jetzt auch vorhin erst gegossen. Ja, dann gehen wir da, dann sind wir wieder im Tomateneck, ja. In meinem Tomateneck, also da fühle ich mich sauwohl, muss ich sagen. Muss aber dazu sagen, also die stehen zum Teil schief, weil wie es einmal gestürmt hat und so reicher Wind war, dann sind die umkippt und ich traue mir die jetzt nicht mehr hochrichten, nicht, dass die abbrechen. Dann lasse ich die jetzt einfach so liegen. Ne? Da habe ich ja lauter verschiedene Tomaten, von Fleischtomaten, aber die normalen und über die Cocktailtomaten und gelbe. Das sind jetzt wieder andere, das sind aber nicht die von Prag. Die sind gut, die sind gut. Da nehme ich auch einen Samen weg. Naja, seht ihr, da ist es umgekippt, aber ich lasse das gehen. Ich habe wirklich Angst, dass es abbricht. Hier alle haben wir jetzt schon ganz schön viel runter. Da habe ich meinen anderen Zitronenbusch, den ich selber gezogen habe. Der treibt jetzt wieder kräftig. Der hat auch wieder Dünger gekriegt. Soll man ja im Sommer über düngen, gell? Nicht vergessen, wer einen hat.
Ja, und der hat auch Blüten gehabt. Und ich habe mal irgendwo eine Zitrone gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. In dem Urwald da sehe ich da nichts mehr. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht schimmert es irgendwann einmal gelb. Ne? An dem Holunder Säulenbaum, da hängen heuer das erste Mal wirklich Holunderbeeren dran, also Zöpfe, Trauben, wie man sagt. Und ich hoffe, dass man die Vögel jetzt dann nicht holen. Ich möchte gerne einen Saft davon machen. Weil Holunderbeersaft ist ja, wisst ihr ja, viel Vitamin C. Und im Winter, wenn man dann ja, erkältet ist, oder mal, das ist das Beste, mit was es gibt. Und das trinkt jeder. Da blüht mein Hibiskus so schön jetzt. Den habe ich auch mal selber gezogen gehabt. Also der ist einmal aufgegangen und dann habe ich ihn halt einpflanzt. Und ja, seitdem steht er da und wird jedes Jahr kräftig zugeschnitten. Und blüht aber auch schön. Die Rosen blühen noch ein bisschen. So, dann gehen wir mal weiter. An unserem Schalikosenbaum ist heuer wieder nichts dran gewesen. Aber er hat auch nicht so viele Blüten gehabt und die er gehabt hat, die sind alle erfroren. Naja, irgendwann backt das schon. Ne? Da seht ihr übrigens Wasserstelle für die Vögel und auch für die Insekten. Da habe ich Steine rein, damit die sich draufsetzen können. Also denkt dran, wenn es so heiß ist, die Vögel und die Insekten, die brauchen auch Wasser. Die trinkt auch immer. Ja, die Hunde trinken auch immer raus. Ja. Und da muss ich auch wieder gießen, sehe ich gerade. Der ist selber aufgegangen da. Das ist Chili, das ist der Thai-Chili. Hier, aber der ist noch nicht reif, seht ihr das? Die waren nicht viel größer wie die da jetzt, aber die sind dann sauscharf. Da habe ich aber noch mehr. Und da hängt der grüne, schöne Paprika, aber bloß einer. Hier. Leider nur einer. Das sind wieder die Thai-Chilis da. Die sind heute mal alle so hochgeschossen. Gefällt mir zwar nicht so gut, aber ist halt so. Also mir sind mal lieber, die sind schön buschig. Ne? Aber kann man sich nicht raussuchen. Ne? Der Ginkgo-Baum, den geht es auch gut. Ja, und da habe ich halt allerlei blühende Sachen drin. Das seht ihr selber. Brauche jetzt nicht viel erklären, weil sonst wird es ja jedes Mal ein zu langes Video, aber ihr seht es ja selber, es blüht immer wieder was anderes dazu, irgendwas hört wieder auf zum Blühen. Da habe ich auch Insektentränke. Einmal habe ich da einen Vogelsteh sehen am Rand, der auch getrunken hat. Den Rosenstock da hinten habe ich gestern erst reinpflanzt, den hatte ich nämlich im Topf. Und jetzt habe ich mir gedacht, na, den gefällt es dann nicht mehr im Topf. Das habe ich gemerkt, jetzt habe ich ihn da rein. Habe eine Rosenerde habe ich noch da gehabt, die hat er jetzt gekriegt. Und jetzt dünge ich den dann wirklich mit Rosendünger mal. Und dass er sich dann auch schön erholt und schön anwächst. Ja, und da seht ihr, überall wächst jetzt, oder blüht jetzt was. Mir gefällt sowas so kunderbunt. Da hinten ist noch diese Kornblumen, ich weiß nicht genau, ob die so heißen. Die habe ich auch mal gekauft gehabt, habe jetzt aber verpflanzt, habe sie eben dorthin gepflanzt. Ne? Ja, und da kommt eben laufend jetzt was. Da habe ich auch einen selber aufgegangenen Hibiskus und der hat sich vermischt. Das sind anscheinend zwei gewesen, so dunkelrosa und hellila durcheinander. Schaut auch schön aus, ne? Da, ja, überall blüht es noch. Dann gehen wir mal weiter. Die Königskerze, die blüht immer noch. Also die ist unheimlich dankbar. Ich habe nur den hohen Stiel weg, der ist den höchsten, weil der ist schon ziemlich verblüht gewesen und ist dann umkippt. Dann hätte ich ihn anbinden müssen, aber für was, der war verblüht. Und jetzt habe ich die ein bisschen runtergeschnitten und die lasse ich jetzt noch stehen, bis die verblüht sind. Ich finde, es schaut richtig schön aus. Eine Königskerze gefällt mir einfach. Ist ja gekauft, ist nicht eine von irgendwo her. Ja, da ist Tomaten sind da, ist da vorne eine aufgegangen, die habe ich stehen lassen. Die ist also richtig wie eine Schlange, ist die gewachsen. Dahinter ist eine, die ist im Topf, da habe ich den Topf einfach reingestellt und da wollte ich jetzt den gestern einmal weg tun, den Topf. Und jetzt geht das nicht mehr, weil die Wurzeln
durchgewachsen sind und, ja, und haben sich festgewachsen in der Erde. Ne? Und ihr seht auch da, da machen wir erst da noch fertig, hoppla, hier noch die Rosen da, die habe ich auch schon wieder, kommen auch schon wieder. Rosen, das ist ja auch sowas, die soll man ja auch immer wieder düngen im Sommer und dann schneiden, wenn sie verblöd sind. Das wisst ihr ja, das haben wir auch einmal ein Video gemacht drüber, schaut es einmal an. Und ja, da hinten ist noch mein Rosmarin. Den habe ich auch jetzt so zugeschnitten, dass er jetzt wirklich nach oben bloß noch wächst. Außer es ist irgendwo ein Ästle noch, das nicht so recht will, das kommt dann auch noch weg. Weil ich möchte ja gern, dass der senkrecht ein bisschen hochgeht und nicht so auseinander, ne? Weil sonst braucht er mal zu viel Platz. Ja, und da seht ihr meinen Birnbaum, meinen Säulenbirnbaum. Und da freue ich mich natürlich arg drüber, weil der, seht ihr ja, der hängt voller Birnen. Ne? Der eine Ast, der da so rausgeht, der kann nochmal weg. Also der wird gekürzt dann im Herbst. Aber oben habe ich ihn schon mal geköpft, weil sonst wird er mal zu hoch. Habe ich alles, glaube ich, schon erzählt. Ja, da sind wieder Blumen alles da. Da habe ich noch einmal Insektentränke da. Da habe ich auch mit reingestellt. Da gehen jetzt die Herbstanemonen, fangen da an zum Blühen. Mache ich mal gern, bloß die blühen immer so kurz. Das muss ich jetzt abknipsen. Der Kürbis, der wächst von da vorne, ist der jetzt da irgendwo da hinten durch und da oben sehe ich einen Kürbis, einen kleinen. Ich lasse den jetzt dran, aber dafür köpfe ich jetzt das. Das kommt jetzt da weg, so abgezwickt, damit er nicht mehr weiter wachsen kann und dass die Kraft dann in dem Kürbis da mehr reinkommt. Also ich sehe, da ist noch einmal ein kleiner, ob der wird, weiß ich nicht, aber der da vorne, ja, der hat schon so eine Größe. Die Rose habe ich mir gekauft, das ist eine Mozartrose, da bin ich schon ganz neugierig drauf. Und die kriegt jetzt, sehe ich, viele, viele Knospen überall. Hier, erst war ich ein wenig enttäuscht, wie ich es geliefert gekriegt habe, seht ihr das da? Der hat keine so große Blüten, es sind halt viele kleine Mozartrose, bin ich gespannt. War ich enttäuscht, weil nichts dran war. Die war zugeschnitten. Oh je, Herr Macht, das war ein Reinfall. Ne? Naja, pflanze es ein. Ja, habe ich speziell Rosenerde hab ich gekauft. Habe die da eine Scherung und habe es mit einem Rosendünger gedüngt. Jetzt kriegt er schon Knospen. Ich freue mich. Ja, da vorne fängt der Kürbis an. Und da ist auch der Zucchini da, dieser Keulen-Zucchini, habt ihr ja auch schon gesehen. Ne? Da haben wir runter, den muss ich jetzt verarbeiten, den habe ich noch im Keller liegen. So, da sind noch Äpfel, oh, der Kerstin, da sehe ich gerade, den Apfel müssen wir runter, du. Schau her. Schade drum. So, müssen wir mal die anderen anschauen, nicht, dass da auch noch was ist. Die sind nämlich so gut, die Äpfel. Kerstin, wie heißen sie wieder? Goldparmene. Ja. Goldparmene. Das ist unser Lieblingsapfel. Als ich vor ein paar Jahrzehnten einen Schrebergarten gehabt habe, haben wir so einen Apfel drin gehabt, also einen Baum, und der war groß. Ist eigentlich auch mehr ein Spindelbaum oder Halbstamm ist das, glaube ich, mehr gewesen. Aber der hat immer so viele solche Äpfel dran gehabt und die waren groß, die waren noch größer wie die. Aber ich meine, das ist ja ein junger Baum, der braucht noch ein bisschen. Ne? Jetzt seht ihr noch einmal die Birnen da. Von unten bis oben hängt alles voll. So, dann da sind noch die Gurken, die sind noch schön grün. Das sind die, ich glaube, die Tanja, oder? Snackgurken. Die Snackgurken, was? Alle Snackgurken haben wir da rein. Aber das kann nicht sein, weil da habe ich schon Salatgurke auch runter. Da ist ja Tanja auch dabei. Tanja mache ich immer recht gern. Die Snackgurken sind heuer nicht so schön geworden, oder überhaupt nicht schön geworden, muss ich sagen. Weil letztes Jahr sind die da wunderbar geglättert, da war alles dicht. Voll mit Gurkenblättern und dieses Mal haben die irgendwann aufgehört zum Wachsen. Da ging es noch weiter, aber ich weiß nicht. Naja, das Wetter hat viel ausgemacht heuer, ne? Unheimlich viel. Erst nur Regen und kalt und dann plötzlich die große Hitze.
haut nicht nur uns Menschen um, sondern auch die Pflanzen. Ne? So, und da hinten haben wir noch, da ist der eine Kürbis. Irgendwo ist dann noch einer und da hinten ist noch einer, der ist aber noch nicht so groß. Das ist jetzt der größte da. Das war der schöne. Da haben wir noch Wirsing, kann ich jetzt aber rausschneiden. Der ist noch ein wenig kleiner. Und da ist der Kastanie Blau, wie heißt der, Blauspitzkohl oder wie man nennt? Roter Spitzkohl. Roter Spitzkohl. Und der ist echt schön geworden. Ha? Was sagt denn da dazu? Der ist richtig schön geworden. Klasse. Und da haben wir noch die Einmachgurken da. Da muss ich jetzt dann auch wieder schauen. Die Essiggurken, ne? Da habe ich verschiedenen Kohl. Da ist ja Kohlrabi drin. Ja, die Beeren hinten, das ist ja alles schon abgeerntet. Da vorne, da haben wir Stangenbohnen drin. Ja, und die tragen so gut. Und hätte ich nicht gedacht, dass das mit dem Bambusgerüst, dass das gar so schön hält. Das werde ich jetzt jedes Jahr so machen. Und das reicht da. Da kommen unheimlich viele Bohnen und muss man nicht mehr haben. Und unten sind dann die Buschbohnen. Da sind auch so viel dran. Ja, da die Zucchini, da sehe ich, oh Gott, da sind große dran. Gestern haben wir nicht geschaut, schon sind sie wieder ums Dreifache gewachsen, was ich eigentlich nicht so gern habe. Ich mache lieber die kleinen. Ja, die Sonnenblumen, die Kerstin aus Versehen herpflanzt hat, mit Zinnien zusammen. Seht ihr das? Da Zinnien dazwischen. Oh, die Orangen sind nämlich schön hier. Ja, die mache ich am liebsten, die Orangen. Und überall war eine Sonnenblume dabei. Aber das war richtig schön. Das machen wir nächstes Jahr wieder, Kerstin. Das gefällt mir nämlich, ja. Da vorne, eine haben wir schon rausgerissen. Die ist schon kaputt geworden, eine Sonnenblume. Ja, da sind die Zucchinis, da hängen drei Stück dran, die müssen wir jetzt dann rausholen. Das ist auch so ein wilder Tomatenstock, seht ihr, der hat lauter kleine, da, das ist kein wilder, das ist ein Samen aus Teneriffa gewesen, den habe ich dort gekauft und es sind so länglich, die Tomaten dann. Das sieht man da schon, dass sie ein wenig länglich waren. Da unten sieht man eine rote, länglichte, die ist noch nicht ganz rot. Ja, die schmecken auch nicht schlecht. Aber die lasse ich jetzt einfach so. Und da sind noch, das waren die Kümmerlinge alles. Die habe ich, das waren so kleine Pflänzler. Und ich wollte es eigentlich wegwerfen. Und die Kerstin gesagt, nein, das pflanze halt irgendwo ein. Habe ich es gemacht, so, jetzt hängen die Tomaten dran. Sind natürlich keine schönen Pflanzen, aber das macht ja nichts. Und da vorne sieht der Peperoni, dann rote Beete. Und da hinten, das ist gemischter Kohl. Weiß ich selber nicht mehr, was ich da alles für ein Ei habe. Da lassen wir uns wieder überraschen. Und dann rechts in dem einen Frühbeet, da habe ich schon einen Zuckerhutsalat drin. Der wächst sehr schön da drin. Und dann wieder noch einmal Buschbohnen. Ja, das sehe ich schon, die müssen wir heute wieder ernten. So, und dann hinter der Kerstin, dann sind meine Superschmelzkohlrabis. Ich muss noch mal die Hand davor tun, damit ihr überhaupt seht, wie groß die sind. Hier, das ist der größte, den ich da habe. Und das ist der zweitgrößte. Und den drittgrößten, den haben wir schon geerntet. Der war einwandfrei. Und den da will ich jetzt auch bald ernten. Aber den da, den lasse ich stehen, den lasse ich wachsen, solange es geht. Ich will wissen, wie groß der wird und ob ich einmal wieder einen neuen Rekord aufstellen kann. Aber ich glaube es nicht. Schaffe ich nicht. Weil ich hatte doch einmal einen Kohlrabi-Rekord vor. Oh, ich glaube, das ist schon bei 35 Jahren her, wo ich den ersten Platz gemacht habe. Haben wir da ein Video, Kerstin? Oder ich habe es irgendwo einmal erwähnt. Ne? Das war ein Riesenkohlrabi. Ich habe ihn natürlich dann nicht mehr gegessen. Das obere, den oberen Teil, den hätte man noch essen können. Aber wir haben genug anderen da gehabt. Aber wisst ihr, wie viel der gewogen hat? 11.400 Gramm. Und da habe ich den ersten Preis damit gemacht, mit dem Kohlrabi. Da habe ich einen riesen Blumenstrauß gekriegt. Das war vom Dena damals. Und eine Urkunde. Und einen Gutschein über 100 Mark waren das damals, Mark.
Und ja, das war halt der erste Preis dann, ne? Aber das schaffe ich mit dem nicht so viel. Aber trotzdem mal schauen. Ich habe auch schon an mit 8 Kilo noch was gehabt. Also, ja. So, und da ist wieder der Amaranth. Jetzt seht ihr mal, wie der gewachsen ist. Den habe ich doch neulich erst einmal gezeigt. Aber der ist so fest gewachsen. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass der sich nicht aussät. Weil den Samen, den will ich doch dann nehmen. Denn ein Tipp von einer Zuschauerin. Danke übrigens, den nehmen wir dann fürs Brot, den Samen. Ne? Amaranth ist ja ganz logisch, dass man das für sowas nehmen kann. Ich habe da nicht dran gedacht beim letzten Video. So. Wahnsinn, ne? Ist einfach selber aufgegangen. Es ist im Vogelfutter drin, ist ja ganz normal. Ne? So, und da haben wir noch einen Pflaumenbaum. Das ist auch, sollte eigentlich eine Säulen sein, aber der kommt mir nicht so vor. Aber mal schauen. Und zwei Pflaumen hat er dran. Und die habe ich in ein Netz rein, so ein Zwiebelnetz, damit die Wespen mir die nicht anfressen, weil ich möchte schon selber mal probieren, wie die schmecken. Ne? Und die sind ziemlich groß. Da sieht man es. Zwei Stück sind es. Und die lasse ich jetzt da drinnen, bis sie reif sind. Ne? Das heißt, sie sind ziemlich groß. Das sind keine Zwetschgen, das ist ein Pflaumenbaum. Da seht ihr jetzt den Rosmarin von der anderen Seite. Ja, Petersilie muss ich abschneiden, wieder einfrieren. Immer Arbeit, immer Arbeit. Da ist noch ein zweites Mal der Brokkoli nachgewachsen, den muss man jetzt auch abschneiden. Da haben wir da hinten noch einmal an. Ja, und dann wird das eine schöne Portion. Dann ist ein Wirsing ist auch noch da, ein großer und ein kleiner. Und die Gurken werden jetzt langsam kaputt. Also die sind schon langsam so weit, dass sie abgeerntet sind. Und wenn die jetzt abgeerntet sind, dann werde ich das Beet herrichten und werde da meinen Zuckerhutsalat für den Winter reinpflanzen. Und vielleicht auch Spinat oder irgendwas noch sehen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Dann haben wir da noch. In dem Hochbeet, also das ist schon wirklich Gold wert. Der schaut so gesund aus. Ne? Zucchini, da ist ein Sellerie mit drin. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber ja. Und da, das ist eine kaputte Sonnenblume da. Und da haben wir noch einmal einen Zucchini, aber der ist heuer nicht gut geworden. Den kann ich auch raushauen. Das ist ein Kletter-Zucchini, ein grüner. Und der hat dann nochmal so kleine Zucchini gekriegt und die sind alle eingetrocknet. Also da ist auch wieder so einer, der eingetrocknet ist. Oh, geh mal runter. So, der ist komplett lätschig dann. Ne? Weiß nicht, den gefällt es anscheinend da nicht so. Egal, kommt nächstes Jahr was anderes rein. Ne? Aus Erfahrung lernt man doch. Ja, da haben wir den Kohl. Schaut mal, den Kohl, den Blattkohl, wo ich gekauft habe wieder. Das mal ist es ein anderer, wie vor 2 oder 3 Jahren, wo ich den gekauft habe. Das war ein Stiel und das war der Buschi hier da. Das ist ein Physalis, die ist irgendwie da hinten rumgewachsen. Und den anderen Blattkohl, den habe ich da drüben. Also ich habe zwei, weil der war wirklich gut. Ja. Und da ist die Tomate da, ja, das ist auch eine, die... Ja, die habe ich gerettet. Und das ist ein ganz schön großes Ding da. Hat ein ganz schönes Gewicht. Ist aber noch nicht reif. Hat ein wenig eine komische Schale. Aber ich nehme die halt für Tomatensoßen und so. Und die Schalen kann man notfalls auch wegschneiden. Ne? Ja, und da ist mein Weinstock. Da haben wir schon etliche Weintrauben jetzt runter. Die habe ich ja in die Tüdler, in die Säckchen drin. Da, seht ihr da? Weil sonst immer die Wespen bei uns kommen und fressen wirklich alle Beeren an. Und dann haben wir immer fast keine mehr. Und die sind echt so sagenhaft gut. Da, und jetzt sind die da geschützt drin. Und immer wenn wir wieder einen Zopf wollen, schneiden wir ihn ab. Und dann, ja, da Oma ist ein bisschen, hat so ein wenig rausgeschaut. Aber da ist nichts passiert jetzt. Ah, die sind nämlich so gut. Wisst ihr, was ich immer so gern esse abends? Manche, die naschen. Und ich nehme immer Weintrauben und Käse, entweder ein Gouda oder ein Emmentaler
Und essen wir Käse und Weintrauben. Da könnt ihr mir Blödrollen essen. Ne? Sie sind immer so gut. Und die sind echt gut. Zuckersüß. Ich weiß leider die Sorte nicht, weil den habe ich von einem Cousin von meiner Mama habe ich den geschenkt gekriegt. Und der war selber nicht mehr wieder, was das für eine Weinsorte war. Aber die sind wirklich gut. Und da in dem Kräuterbeet, da blüht es auch. Das da, was ihr da seht, das ist das Mutterkraut. Das habe ich auch gekauft. Mutterkraut. Es gibt ja, also ich habe solche Blumen ja im Garten schon immer. Aber das sind ja Zierblumen. Und ich habe jetzt ein echtes gekauft. Und Mutterkraut wird ja auch gegen Migräne und so, gegen Kopfschmerzen und sowas gemacht. Da kann man Tee davon machen. Und habe jetzt da mit reingepflanzt. Und mein Liebstöckel, der wächst jetzt auch wieder schön. Der ist nämlich ganz gelb geworden. Aber das hat wahrscheinlich die Hitze, dem hat die Hitze nicht mehr gut getan. Habe ich ihn rigoros abgeschnitten und dann hat er wieder so schön getrieben, dann kann ich wieder weiter trocknen, weil ich brauche immer viel in der Küche. Mir schmeckt das einfach, das Liebstöckelkraut. Oder Maggikraut, ne? Unter Maggikraut kennen das manche bloß. Das mache ich Hibiskus, auch Teneriffa habe ich mir einen Samen mitgebracht. Und zwar sind das immer diese, da, wenn die verblüht sind, da drin ist dann der Samen. Das sind ganz mini kleine Körnle. Und die habe ich gesammelt und der da ist aber noch vom letzten Jahr, den habe ich abgeschnitten gehabt im Herbst und habe mir in den Wintergarten gestellt und habe ihn bloß immer wieder mal gegossen und jetzt treibt er und fängt zum Blühen an. Aber der blüht immer nur einen Tag, die blüht da und dann, ja, dann ist er verblüht, aber dann kommt schon die nächste am nächsten Tag wieder. Und ich finde, das ist eine schöne Blüte. Kerstin, musst mal von da die zeigen, die da oben, von da sah. Also mir gefällt die. Ja, schau mal, zeige ich euch mal was. Das ist mein ganzer Stolz. Schaut doch mal meinen Weihnachtsstern da an. Ist das nicht eine Pracht? Den will ich jetzt nachher umtopfen. Hoppla, da hat der Wind heute Nacht einen Becher rein. Schaut doch mal her. Oh, den muss ich dringend umtopfen. Ist er nicht herrlich? Der hat so schön geblüht. Das ist so eine Cremefarbe, ne? Und der gefällt mir unheimlich gut und der wird immer größer. Und jetzt habe ich vorhin einen Topf gekauft und da werde ich den jetzt umtopfen. Da habe ich noch ein wenig einen kleineren. Ist auch ein cremefarbener. Hier, der ist auch so schön geworden. Ich freue mich schon wieder, wenn der drin ist und dann fängt er zum Blühen an. Aber man muss ja erst einmal einiges machen, ne, bevor er zum Blühen anfängt. Das wisst ihr ja, was man da macht. Könnt ihr auch in meinem Video anschauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da sind wir wieder bei meinen Geranien. Ich liebe halt die Geranien. Möchte immer wieder mal eine neue Sorte haben. Aber ich muss noch ein paar Ablecher machen, weil manche, die sind jetzt alte Stöcke und wenn ich Pech habe, waren die kaputt. So wie es letztes Jahr im Winter waren, sind mir einige kaputt gegangen. Und Gott sei Dank habe ich da Ablecher gemacht gehabt. Ne? Da habe ich Basilikum, das muss ich auseinanderpflanzen. Schaut da mal her, wie dicht. Das ist schön geworden. Das muss ich auseinanderpflanzen. Das ist richtig schön. Das stelle ich mal gleich daher, dass ich es nicht vergesse. So, da ist die Physalis. Die wollte ich eigentlich jetzt weg, du. Weil die hat heuer lang, also die hat schon immer einzelne gehabt, aber das hat sich nicht gelohnt, weil die braucht ja unheimlich viel Wasser. Ne? Und jetzt, wo ich gesagt habe, so, jetzt wenn es passt, kommt weg der Stock. Jetzt schau doch mal her, wie voll das der hängt. Hier, überall. Hängt voll mit Physalis. Jetzt mache ich natürlich nicht mehr weg, du, ne? Da alles voll, wenn man da reinschaut. Und es wäre jetzt schade, da geht's rauf. Das wäre jetzt echt schade. Mein Sommerjasmin, der blüht auch, der hängt halt rum. Genauso wie der da. Ich lasse dir einfach immer noch einmal die Geranien. Ja, und dann zeige ich euch schnell noch in meinem Regenfass Frühbeet, Hochbeet, wie die Karotten jetzt wachsen. Die haben wir ein wenig gebraucht.
Ja, weil es zu kalt war und dann zu heiß. Und die wachsen jetzt wunderbar da drinnen. Da sind sie auch ein wenig geschützt, ne? Die kriegen schon Sonne, bloß jetzt im Moment, jetzt ist die Sonne da rum. Also richtig schön wachsen die jetzt. Das sind dann schon Lagerkarotten. Ganz späte. Und da hinten habe ich erst gestern wieder welche gesehen, aber auch bloß auf einer kleinen Fläche. Was ich halt immer frei habe, da kommt irgendwas rein. Und da habe ich da zwei Reihen gesehen, da wo die Stecken sind, zwei Reihen. Und da habe ich auch zwei Reihen hergemacht. Ja, aber das dauert jetzt noch ein wenig bis aufgehen. Das ist ein Pflücksalat. Und da ist wieder Petersilie und die werde ich jetzt dann auch abschneiden und schneiden und einfrieren. Ihr wisst ja, wie ich das mache. Nicht? Unten ist die Videobeschreibung, könnt ihr nachschauen. So, ich glaube, ach ja, da noch das eine, den Apfelbaum. Das ist auch ein Spindelapfelbaum. Und da habe ich den vorhin geschüttelt, damit ein wenig kleine Äpfel runterfallen wieder, weil der hängt voll. Aber die sind zum Teil, die hängen so fest dran, dass sie nicht runterfallen. Dann bin ich mit der Hand hin, habe ein bisschen, bin ein wenig so drüber gestriffen immer, ne? Und habe geschaut, ich will es nicht runterreißen, weil oft reißt man dann gerade verkehrt noch runter. Ne? Oder ich mache das immer nicht gern. Besser wäre es natürlich, weil dann wären ja die anderen Äpfel größer dafür. Ne? Aber ich denke mal, da fallen schon noch einige ab. Braucht natürlich jetzt auch viel Wasser, der Baum, ne? Wie alles andere auch. So, aber jetzt glaube ich, haben wir es dann. Jetzt gehen wir noch zu meinem kleinen Springbrunnen her und dann haben wir es. Da habe ich die Zinkwanne. Ich hatte das letzte Mal so einen Solarspringbrunnen. Den habe ich aber jetzt raus und habe wieder meinen alten Springbrunnen genommen, der mit Strom geht, weil der mit Solar, das ist ein Witz gewesen. Solange die Sonne drauf geschienen hat er wunderbar gespritzt, ja. Sobald die Sonne weg war oder man ist hingegangen und es war kurz Schatten, hat er aufgehört. Also da hat es nichts gebracht, ne? Weil ich will abends da sitzen und möchte halt gerne das Geplätscher wegen hören. Jetzt wenn dann die Sonne weg ist, dann ist schon wieder aus. Also ist sinnlos. Ich weiß nur nicht, was ich mit der mache. Es ist ein wenig, da habe ich nicht drauf geachtet. Manchmal kauft man so einen Blödsinn, ne? So, das war's dann eigentlich. Ich hoffe. Was denn? Ach, du hast Äpfel hergetan. Ja. Ja. Nicht essen, ne? Ja, Apfelspiel will er machen. Du auch, Penny? Ha? Ja, ich hoffe, euch hat der Rundgang wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal das unten in den Kommentaren schreiben. Und vielleicht lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich auch drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss. Das ist nicht so interessant.